alle zusammen wieder zu einem neuen Video. Wieso hast du eigentlich noch Maske an? Ja, vergessen. Die Freundin ist auch wieder mit am Start. Wir sind hier am Hohen Kasten in Appenzell, nennt sich das. Wir sind jetzt hier total in einer alpiner Siedlung. Also, wir sind eigentlich noch mitten in der Wolke drin. Mal schauen, ob das Wetter permanent so bleibt oder ob wir irgendwann doch noch mal ein bisschen sonnig sind. Da jetzt sind wir langsam da am Ablaufen und es wird schon ein bisschen wärmer. Auch wenn es noch kalt aussieht, ist es doch recht warm jetzt. Wir sind mit der Seilbahn rauf und jetzt laufen wir den ganzen Weg drauf. Und im Wald gehen wir natürlich noch ein kleines Camp einrichten, wo wir auch wieder etwas kochen. Vielleicht sieht man hier bei den Nebel, respektive die Wolken, sich bewegen. Da hat es noch Schnee wieder. Ich bin einfach immer viel zu hoch unterwegs. Kurze Hose und kurzes T-Shirt und Schnee. Standard. Den ersten kleinen Punkt haben wir erreicht. Wir haben jetzt so ein kleines Plateau hier gefunden. Und wir jetzt hier ein bisschen das erste Päuschen machen. Hier oben haben wir einen kleinen Schisshass. Höhenangst. Das heisst Höhenangst? Eben ja. Jetzt laufen wir ein normales Strassli. Hier runter. Es geht etwa 2,5 bis 3 Stunden. Und hoffentlich finden wir irgendwo ein schönes Waldgebiet, wo wir ein kleines Camp errichten können. Es geht wieder bergab, permanent. Was mir und vielen Bushcrafters so aufgefallen ist, in der Schweiz ist es irgendwie recht schwierig, einen guten Platz zu finden. Irgendwie. Aber wir haben jetzt eine Idee, wir laufen jetzt hier die Straße entlang. Da richtig, ich weiß nicht, was das dort drinnen ist. Und schauen, dass wir in dem Wald irgendwie ein kleines Stückchen finden, wo wir Mittag kochen können. Ja, laut dem Wegweiser gehen wir nicht dort hin, wo ich eigentlich vorhatte. Wir gehen jetzt einfach hier durch. Aber auch dort sieht es aus, als gäbe es Wald. Also laufen wir mal weiter. Langsam wird es wilder. Sehr schön. Ich spüre jetzt schon wieder die innere Ruhe. Schön fällt quer ein. Und ab irgendwo da in den Wald hinein. Und der Großteil vom Nebel hat sich verzogen und man sieht wieder viel blauer Himmel. Gefunden haben wir leider immer noch nicht. Jetzt ist uns gerade das Ding entgegengeflogen. Sie sehen sehr schön aus, die Felder. Jetzt sind wir gerade schön in dem schönen, idyllischen Plätzchen. Mit dem Feuerstuhl gefunden.
Bänkli. Und gerade in der Nähe vom Wald. Da gibt es noch ein bisschen Trockenholz. Ich denke, unseren Platz haben wir gefunden. Jetzt haben wir ein bisschen Holz gesammelt. Es wird sicherlich lange für eine kleine Mahlzeit. Da heute zum Essen gibt es einfach mal ein bisschen Holzfällersteaks, ein bisschen Mais dazu, ein bisschen Herdöpfel. Da finde ich noch schön, da hat sogar noch Öl drin. Wir haben eben Öl vergessen fürs Fleisch, darum finde ich das gar nicht mal so schlecht. Natürlich noch was zum Würzen. Und auch für später noch so ein bisschen Süßigkeiten. Und natürlich die schöne Kulisse. Ich denke, da verbringen wir jetzt die nächsten 1, 2, 3 Stunden. Yeah. Sie ist schon wieder Landjäger am Stibitzen. Und ich arbeite. Ein bisschen Kienspan habe ich hier schon vorbereitet. Ein bisschen Reisig, ein bisschen dünnere Äste. Noch ein bisschen Zeitung dazu. Heute mache ich das alles mit dem Feuer, weil ich meinen Fire-Stil beim letzten Overnighter glaube, irgendwo im Wald liegen lassen. Schade. Sie will es dringend probieren. Irgendwann geht so meine Klinge kaputt. Aber es kommt gut. Oder ich finde es immer gut, wenn man so wie leicht den Daumen so dagegen gedrückt. Dann kann man da fein, kleine, so spiralförmige, kleine Stückchen raushauen. Das macht sogar noch recht Spass, wenn ich ehrlich bin. Ist sehr, sehr gut dazu. Ja, Köcherle da. Da könnt schon mal ein bisschen langsam anfangen zu bröteln. Ist nachher gut langsam. So, nach dem feinen Essen und nach dem kleinen Dessert noch haben wir jetzt alles schön zusammengeräumt und jetzt laufen wir weiter bergab. Das ist unser Ziel, Brülisau. Ja. Es geht weiter bergab und zwar recht steil drauf. Das rechte Knie meldet sich schon. Jetzt müssen wir schön durch diese Kühe durchlaufen. Sie hat natürlich schon wieder Schiss, oder? Ja, jetzt hat sie doch noch Freude bekommen. Heute Morgen waren wir noch hier oben, dann sind wir hier durch das neblige Zeug durch, das jetzt natürlich wieder ganz schön aussieht. Und von da sind wir jetzt aus. So, wir kommen langsam an unser Ziel. Das Auto ist irgendwo da unten parkiert. So, wir laufen jetzt hier noch das Weg wieder ab. Das heisst, an dieser Stelle tue ich mich mal von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Lasst ein Abo da, liket, kommentiert, würde mich sehr freuen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, nur sagen. In dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wenn immer ihr das seht.
Ciao, bis zum nächsten Mal.